Wusstest du eigentlich, dass im Osten deiner Wohnung der Bereich Familie und Gesundheit ist? Es geht da um die Familie deiner Eltern, Großeltern und so weiter. Und es geht natürlich auch um deine Gesundheit und die Gesundheit der Mitbewohner in deiner Wohnung. Nun war ich letztens bei einer Kundin und wir haben einen Rundgang gemacht und dabei erzählte sie, dass sie überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern hat. Und dass sie darüber sehr traurig ist. Es gab große Streitereien und irgendwie mochten sie ihren Mann nicht und viele Dinge waren nicht geklärt. Und so brach der Kontakt ab. So sind wir in den Osten gegangen und haben geguckt, was dort vorherrscht. Es war im Wohnzimmer zwischen zwei Fenstern ein Bereich, der eigentlich wunderbar mit Energie versorgt war. Und so habe ich ihr empfohlen, dort ein Mobile hinzuhängen. Und zwar zwischen den beiden Fenstern einen dünnen Metall. Draht, an dem sie bestimmte Dinge haften konnte mit Magneten. Nämlich schöne Erinnerungen aus der Beziehung mit ihren Eltern, Familienfotos und kleine Briefchen, wo sie reinschreibt, was sie sich wünscht und wie sie sich das vorstellt, was sie für Vorstellungen hat. Das hat sie dann auch sehr schnell umgesetzt und rief mich tatsächlich nach kurzer Zeit an und sagte: Frau Schüre, Sie können sich nicht vorstellen, meine Mutter hat mich gerade angerufen und hat mich gefragt, ob wir uns endlich mal wieder treffen, um uns auszusprechen. Was liegt bei dir im Osten? Gibt es da auch Themen, die vielleicht mehr Energie brauchen? Wenn du Lust hast, kannst du mich gerne anrufen und wir können deine Themen besprechen.